Wir werden heute mal über ein Produkt sprechen, das mir echt schwer fällt. Immer noch. Das ist das Lipade Q10 Öl von Face Theory. Ich habe mir sehr viel davon versprochen, aber es funktioniert für mich leider nicht so. Und wie ich mit dem Produkt zurechtgekommen bin, ich werde fair sein. Versprochen. Erzähle ich euch nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute über ein Produkt, was mir wirklich schwer fällt. Immer noch. Ich will es nicht schlecht reden, denn ich habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, um halt wirklich auch mal so ein bisschen zu gucken, gibt es diese Benefits für mich eigentlich? Die gibt es definitiv. Jetzt kommt das große Aber. Das ist ein Produkt für Menschen mit trockener Haut. Nicht für Menschen wie mich mit feuchtigkeitsarmer Haut und schnell fettender Haut. Ich hätte ein bisschen auf die Inhaltsstoffe gucken sollen und bemerken sollen, da sind sehr viele Öle drin, da sind sehr viel schwere Öle drin. Das kann nicht gut gehen, denn ich muss an der Stelle wirklich ehrlich sein, ich kann nur mit drei Tropfen arbeiten. Mehr kriege ich auf meinem Gesicht nicht unter, das ist zu fettig. Ich habe es eine Zeit lang, wo es kälter war, habe ich sogar tagsüber drauf gemacht, aber das geht überhaupt nicht. Gerade in Verbindung dann mit Sonnenschutz, no way. Also das ist wirklich nur eine Sache, die ich am Abend auftrage. Inzwischen trage ich das auch auf den Handrücken auf, denn liebe Frauen, auch die Handrücken werden älter und eben auch das Dekolleté ist eine richtig gute Sache. Ich bin ein Fan von Q10 und so viele Produkte mit Q10 findet man jetzt nicht. Ne? Also es gibt ein Produkt von Bayer & Söhne, aber ich habe mir gedacht, das Serum interessiert mich, Q10, Ceramide, das ist ja immer gut. Obwohl jemand mit fettiger Haut eher da nicht so wirklich Probleme hat, Ceramide sind aber immer eine gute Sache. Ne? Es sind auch recht beruhigende Stoffe drin, das ist wirklich auch eine wichtige Sache, denn gerade wenn Stress ist oder ich gesundheitlich nicht so ganz aufgestellt bin, und das bin ich im Moment nicht, dann habe ich dann schon auch die ein oder andere Unreinheit im Gesicht, was ich im Moment leider habe. Und da ist es eine gute Sache. Nichtsdestotrotz kann ich es halt nicht so auftragen, wie man es auftragen sollte. Es ist super ölig. Ich habe mal ein Video über Q10 gemacht und über Ceramide auch. Das sind relativ kurze Faktenchecks, die verlinke ich euch mal unter dem i. Da könnt ihr die Inhaltsstoffe nochmals so ein bisschen kennenlernen. Das ist nämlich auch eine ganz interessante Sache, wenn man die Inhaltsstoffe noch nicht kennt. Weil ich plädiere immer so ein bisschen dazu, lernt die Inhaltsstoffe in euren Produkten kennen. Denn die Kosmetikindustrie, die ist nicht immer ganz fair zu uns. Ne? Also ein bisschen in die Inhaltsstoffe gucken. Ich weiß auch noch lange nicht alles, also ich kenne mich da auch nicht zu 100% aus, aber so ein bisschen weiß ich jetzt, sodass man mich nicht so leicht übers Ohr hauen kann. Ich werde euch mal vorlesen, was es an aktiven Inhaltsstoffen drin hat. Jetzt nicht alles aus dem FF, ihr könnt es unten nachlesen. Ich setze euch die Website unten mal in die Infobox rein. Es ist einmal Echiumöl mit drin, das die Produktion von Kollagen anregen soll. Da kann ich jetzt eher zu viel dazu sagen. Das sind halt auch immer so Wirkstoffe, die man eben auf einen längeren Zeitraum betrachten sollte. Also da ist ein halbes Jahr halt einfach gar nichts. Und Wunder bewirken solche Sachen natürlich auch nicht. Aber man kann eben Hautalterung und Hautprobleme dadurch schon eben aufhalten. Und so wie ich gesagt habe, es beruhigt die Haut schon. Es ist schon gut. Ich kann es halt, wie gesagt, nur nicht immer drauf machen, weil es halt so fettig ist. Ceramide, Olivenglyceride sind drin. Dann einmal Marulaöl. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. Es fettet so leicht, ist aber nicht ganz so stark wie manch anderes Öl. Habe ich nochmal als natürliches Öl da, also als einzelnes Öl. Ist eine tolle Sache. Hagebuttenöl, genau das gleiche. Über das Hagebuttenöl habe ich auch mal ein Video gemacht. Dann gibt es Distelöl, Rosmarinextrakt und das sogenannte Q10. Und ihr merkt, das sind sehr fettige Inhaltsstoffe, die eben, ja, eben schon ihre Schwere mitbringen. Ich hätte es ein bisschen toll gefunden,
wenn die ganze Struktur von dem Produkt eben nicht ganz so schwer gewesen wäre und man das eben auch so konzipiert hätte, dass es eben Leute mit Mischhaut und die allermeisten Leute haben eben eine Mischhaut einfach auch tragen können. Das so ist es halt ein bisschen schade, weil man tut sich echt schwer, wenn man eine fettige Haut hat und dann noch mal so eine schwere Substanz auf die Haut draufpackt und 3 Tropfen sind eben nicht viel. Da hat man dann eben relativ lange mit dem Produkt zu tun, zum einen, und zum anderen muss man eben halt auch aufpassen. Solche Sachen kippen halt auch, ne? Das darf man nicht vergessen. Nur noch einmal ein Satz zum Q10, dass ihr euch da auch so ein bisschen mehr auskennt. Das sage ich aber auch im Q10-Video. Es ist wichtig, dass wenn ein Produkt Q10 hat, dass das Produkt auch orange ist, denn oder wenigstens gelb, denn Q10 ist orange. Und wenn man das eben in Produkte einfügt, dann verfärbt sich das Produkt auch. Und wenn ihr Produkte habt, wo halt nur eine leichte Farbe zu sehen ist, dann ist dementsprechend wenig Q10 da. Und Q10 nimmt halt im Alter ab und ist halt auch ein schöner Booster sozusagen und hält die Hautalterung sozusagen auf. Es ist auf jeden Fall eine tolle Sache, und wenn du eben den einen oder anderen Sonnenbrand dir eingefangen hast, denk bitte daran, immer Sonnenschutz, immer Sonnenschutz, da geht gar kein Weg vorbei. Und wenn du dir aber trotzdem irgendwelche Sonnenschäden im Gesicht zugezogen hast, dann ist es eben auch eine tolle Sache, weil da hat es eben aktive Wirkstoffe drin, die da ein bisschen entgegenwirken. Also ein Hautschaden, den du dir durch Sonnenbrand geholt hast, den kriegst du nun mal nicht mehr weg, aber du kannst so ein bisschen gegenarbeiten mit eben so aktiven Inhaltsstoffen. Ja, würde ich mir das nochmal kaufen? Auf keinen Fall, weil für mich ist einfach, das ist zu ölig. Ich krieg das im Gesicht nicht runter. Und ich habe noch nie so eine ölige Substanz gehabt. Ich habe selbst auch schon mit Rohölen gearbeitet. Hagebuttenöl ist hier ja eben auch drin. Und das funktioniert auf meinem Gesicht besser als einzelnes, als hier in der Verbindung drin. Das geht gar nicht, überhaupt nicht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich solche Schwierigkeiten damit habe. Wie schon erwähnt, wenn ihr so Produkte habt, mit denen ihr Schwierigkeiten habt, gibt es eben auch auf den Handrücken. Da kann man auch einiges damit anstellen. Ich verwende es trotzdem noch im Gesicht, ne? Also, aber das Problem ist halt wirklich, wenn ich jetzt für die erste Hälfte ein halbes Jahr gebraucht habe, brauche ich halt eben für die zweite Hälfte auch ein halbes Jahr. Und dann kann auch so ein Produkt sehr schnell kippen. Also bedenkt das wirklich, wenn ihr das kauft. Ist es was für euch? Habt ihr eher eine trockene Haut? Denn für fettige Haut oder Mischhaut kann ich das Produkt gar nicht empfehlen. Das ist schade. Also bei trockener Haut auf jeden Fall ein Glücksgriff. Da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, dass ihr das euch mal anschaut. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Wichtig ist an der Stelle, wenn du mit dem Produkt andere Erfahrungen gemacht hast wie ich. Und jetzt ist es wirklich interessant, wenn du zum Beispiel jemand bist, der trockene Haut hat, schreib das gerne unten in die Kommentare. Das ist wichtig, dass derjenige, der das sieht, auch so ein bisschen abwägen kann. Sie hat Mischhaut, fettige Haut. Der Kommentarschreiber hat beispielsweise trockene Haut. Ist wirklich ja, ein wichtiger Dialog auf jeden Fall, auch wenn du eine andere Erfahrung wie ich gemacht hast. Also gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlassen einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!